This is... My dear sweet child, fear not, for I am watching over you. Dieses Ziffernblatt, ich habe es schon einmal gesehen. Und woher? Kleine Bayonetta und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bayonetta. Oh yeah, im letzten Part haben wir einen geilen Bossfight gekriegt und natürlich sind wir weiter fortgeschritten. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte dringend mal vorbeischneiden. Ich glaube, das muss ich nicht noch extra erwähnen. Oh, jetzt wird's mir zu bunt. Oh. Hier, wie ihr seht, kann ich mich in einen Vogel verwandeln. Ziemlich cool. Oh, was ist denn das bitte? Was? Also, das wusste ich nicht, dass das geht mit dem Vogel. Ich dachte, der wäre nur fürs Fliegen gedacht. Warte mal. Ja, ja, das war zu spät, Kollege. Danke, jetzt hast du mir Schaden zugefügt, Kollege. Nee, heute nicht. Geh liegen. Danke für den Schlüssel. Nehme ich gerne mit. Was bist du für ein Horn? Ach, so, ich kann nicht den Schlüssel und sonst noch was mitnehmen. Okay. Interessant. Was? Warum muss ich den dort reinhauen? Was passiert nun? Goldrang haben wir bis jetzt erreicht, aber irgendwie, ja, nicht wirklich mehr. Was ist diese Sonne? Darf ich die mal auschecken? Nee, darf ich nicht. Aber was ich darf, ist diese Vase kaputt machen und hier wieder nach vorne rennen. Nicht schlecht. Ich nehme mal lieber wieder meine schöne Peitsche hervor. Die macht mittlerweile sehr gute Arbeit. Was ich noch witzig fand, ich musste nur einmal das zweite Level machen, um die 30.000 zusammenzukriegen. Fand ich noch schnieke. Aber ich habe mir mal den Vogel für 20.000 gekauft, weil ich hatte genau 30.000. Ob ich jetzt den Vogel gekauft hätte und 0. Wie heißt es nochmal? Selbst wenn ich jetzt... Oh, wo müssen wir lang? Auch wenn ich jetzt zuerst die Fledermauskraft geholt hätte, für 30.000 hätte ich immer noch 20.000 sammeln müssen. Also kommt beides aufs selbe raus, deswegen wollte ich einfach fliegen können. Muss ich hier rein? Ich darf auch nichts auschecken. Das ist so ziemlich behindert. Muss ich zurück? Muss ich da hoch? Wer weiß. Also wissen tue ich das gerade nicht. Ja. Hoch komme ich. Ja, ist klar. Ist klar. So. Ich danke dir. Ich wollte echt gerade sagen, wie kommt man hier weiter? Aber ich habe nicht gerade geschalten, ne? So, hier kommt man hoch. Und jetzt? Was befindet sich oben auf der Kugel? Ist klar, Gegner befinden sich oben auf der Kugel mit dem Schlüssel. Oh, und ich kann mich an der Kugel festhalten, ne? So. Oh. Das wird eine saubere Bestrafung. So. Nice. Wo bist du denn? Ah, nee. Du bist ein Arsch. Gefficktes Kaninchen, du. Ohne Spaß. Wie kann man nur? Du hast eine schöne Lady angetatscht. Was bedeutet, sie hat nur Gold gekriegt. Und jetzt? Wo muss ich hin? Hier. Okay.
Okay, wir kriegen unseren Weg gebahnt. Ist das genial. Zum Glück können wir an der Wand laufen, Oder überhaupt laufen so. Yay! Und jetzt? Nächste Gegner, oder? Oh, ja. Hehe. Und schon ganz schön viele, ne? Engel, soweit das Auge reicht. Ich hoffe, ich muss nicht gleich gegen alle antreten. Ist klar. Ist klar. Vor allen Dingen. Ist klar. Ist klar. Tot. Tot. Ist klar. Dein Ernst gerade. Ah. Eigentlich mache ich das ja gar nicht, weil dann bekomme ich sowieso nur Bronzerang, aber okay, ich weiß es ja nicht besser. Oh. Vor allem Ding, dass ich noch mit Blitzangriffen konfrontiert werde. Das ist ja mal krass. So, jetzt reicht's. Das reicht wieder, um abzudackeln. Na, heute nicht. Heute nicht. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, wundervoll. Ah, verdammt. Also, ich habe noch keinen Schaden gekriegt. Zum Glück habe ich ja diese Gestalt, ne? So brauche ich nicht mal den Blitz. Nein! Ja gut, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Tut mir leid, Freunde. Da wir so kurz vom Anfang stecken... Ne. Ne. Habe ich jetzt einfach weitergedrückt. Dein Ernst gerade. Dann muss ich ja schon wieder von dort anfangen, ne? Ne. Darf ich das nochmal neu machen? Ist klar. Ich könnte höchstens zurück ins Titelbildmenü, aber das ging mir jetzt zu lange. Deswegen mache ich das halt nochmal. Auch wenn ich das total lame finde, dass man so sterben kann. Ist genauso doof wie der Encounter. Bei Dark Souls. So. So, netter Versuch. Nein! Nein, nein! So. So, jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt nochmal. Tschüssi. Das wäre alles gewesen, was ich hätte tun müssen. Mehr nicht. Nur weil ich falsch abgesprungen bin, bin ich gestorben. Ist klar. Kein Schaden, Goldrang. Aus diesem Zahnmechanismus ragt eine verzierte... Was? Ein verzierter Stab. Eines der Zahnräder fehlt anscheinend. Ja, schön für dich. Da ist es ja. Also ich weiß ja nicht. Jetzt darf ich mal drehen. Bis wohin? So. Dankeschön. Supi. Gefällt mir doch. Ach Gottchen, dass ich am Anfang schon so oft sterbe, geht mir völlig nicht klar. Das geht mal gar nicht. Oh, noch ein Schlüssel. Noch so ein Drecksding. Ist okay. Übertreiben müsst ihr, ne? Hä? Was? Was? Ja.
So. Nee. So. Heute nicht. Dort hat's noch was. Au. Arschkrampe. Geh liegen, ohne Spaß. So, nochmal. Am besten mit Kreis, ne? Ah, ne, ich muss ja hier mal eine Runde einzimmern. Oh, Mann, scheiße. Die wollen, dass man in teilweise je nachdem in eine Richtung geht. Oh, Gottchen. Und was soll ich jetzt tun? Weiter sowas kaputt machen, aber dann mache ich das mit sowas. Dann geht es ein bisschen schneller. Ist klar, jetzt muss ich die Einzelteile rausholen. Finde ich nicht gerade schnieke. Alles klar. So. Ist klar, ich bin wieder platt. Ja, zum Glück kannst du mir nichts. So. So. Jetzt reicht's. So. Nein. So. Jetzt brauche ich die. Nein, ich bin wieder platt wie eine Flunder. Alles klar. So. Dankeschön. Meine Herren. Übertreibt sie ja nicht, oder? Also mal ganz ehrlich. Ach, hier kann ich jetzt noch nichts machen. Mir fehlt noch das Ding dort drüben. Ganz vergessen. Dankeschön. Ach, jetzt kommst noch du. Aber das interessiert ihn gar nicht, ne? Null. Nein. Ah, nee. Du kleiner Hundesohn. Nein, komm. Bekomm noch ein bisschen extra Damage. Arschkrampe, oder besser gesagt, ich will noch ein bisschen extra Punkte. Alles klar. Na dann. So. Silber. Ich wusste es doch. Ah, wenn ich da keine Bronze krieg, weiß ich ja auch nicht. Gut, hätten wir das auch erledigt. Wundervoll. Wollte gerade sagen, wie kommen wir da drüber, wenn das sich so bewegt? Aber war kein Problem. Und das ist unser nächster Boss, oder wie es sieht aus? Ach, eine Sphinx, oder wie? Eine göttliche Sphinx? Oder was soll das darstellen? Second Sphere Kinship Powers. Oh. Interessant. Ja, nee, ist klar. Ey, ey! Ich konnte mich nicht mal wehren, ne? Nur mal so am Rande. Nur mal so am Rande. Nein! Ey, ich möchte da ausweichen. So. Ja, ist klar. Mann, bist du ein Assi. Ach, dort wird es weitergehen. Ist klar. Ist klar. Und das hat eine Zielverfolgung, ne? Alles klar. Okay. Dann zerreißen wir das mal so. Au. Ey, du dumme Pute. Ohne Spaß, du bist einer der einfachsten Gegner und wagst es mir, so viel Schaden reinzudrücken. Ohne Spaß.
sowas. Nenne ich unfair. Hoch 1000. Aber gut. Was habe ich schon zu sagen? Aber hey, wir haben hier wieder einen. Was zum. Ich kotze gleich im Strahl. Da redet der Valkyren. Ah, sehe ich etwa in derselben Aussicht gleich. Och, nee. Also, Freunde, viel Spaß beim Flug. Und das war's mit dieser Kuh. Die wollte uns direkt noch ins Leder, aber das wurde wohl gar nichts draus. So, Goldrang immerhin. Fand ich Schnieke, oder wie? Ne. Ist klar. Ist klar. Habe ich schon meine 20.000? Ah, das ist... Ah, jo, ich hab sie, aber ich brauche 30.000, ne? Ist klar. Na dann. Weiter geht's. Machen können wir bei dem sowieso nichts. Ach, bei dem geht das so. Dumm. Dumm. So. Ich bin drüben. So. Aha. Ah, ne. Ich hoffe, es geht da weiter. Au! Au, 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 au. Das glaubt mir kein Mensch, dass ich hier von der Kugel platzgewalzt werde und sterbe. Oh Mann. Jetzt darf ich das ganze Spiel normal machen, ne? Bis wohin eigentlich? Sind jetzt die Gegner weg? Ah ne, die sind nicht weg. Ah. Die sind nicht weg. So. Ja, ist klar. Und hier kriegen wir noch den Sturmheini an die Backe genagelt. So. Immerhin, wir haben es geschafft. Auch wenn wir ein bisschen Schaden gefressen haben. Was? Golem? Das soll ein Golem sein? Also das ist wohl der lächerlichste Boss. Oh, oh, okay. Nee, nicht lächerlich. Das ist lächerlich. Alles klar. Alles klar. Ja,
Gut, immer auf deinen Kern. Ich weiß ja nicht, was du da gerade versuchst, aber dein Kern ist ziemlich nicht geschützt. So. Ja gut, aber was will man machen? Ihr seht, wie unfair das gemacht wird, Freunde. Ganz im Ernst. Das finde ich nicht wirklich prickelnd. Dark Souls ist ja schon unfair, aber das ist lächerlich. Das ist so, wie wenn bei Dark Souls jetzt einfach, man kommt in den Bossraum rein und dann werdet ihr abgeschossen, ne? So in etwa stelle ich mir das vor. Paradies Andenken, Kapitel 9. Ja, also wenn ich da... Was? Eine Steinauszeichnung, dein Ernst? Das kann ich dann nicht auf mir sitzen lassen, definitiv. Wusste ich gar nicht, dass man noch tiefer fallen kann als Bronze. Jetzt wissen wir es. Oh Mann. Tut mir sorry für meine schlechte Leistung, aber... Wie ihr merkt, mache ich das nicht absichtlich. Ah, nice. Immerhin ein paar gute Credits. Da. Also ja. Oh, cool, 55 haben wir schon. So. 60. Ja, damit kann man sich definitiv wohlfühlen. Und wir können definitiv noch dort rein. Aber wir haben irgendwie wieder mal nur eine Schallplatte gekriegt. Schade, schade. Na dann. Paradiso, ein Sternenmeer. Tja, wie es dort weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Allerdings, ja gut, ich kann mir das auch offscreen holen. Dazu brauche ich euch nicht. Da sagt ihr nichts wirklich weiter, ne? Also bis dahin, tüdelö.